Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eternal Darkness. Ja, im letzten Part haben wir versucht, die nächste Kapitelseite zu finden, aber ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wo ich dahin muss. Ja, ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und wie gesagt, eigentlich kriegt man immer einen Tipp, wo man als nächstes hin muss. Und eigentlich ist diese Sache offensichtlich, aber ich habe das vollkommen vergessen und verdrängt gehabt. Es gibt hier in dem Raum ein Bild von dem Turm, den wir zuletzt gesehen haben. Es bröckelt hier sogar von der Decke, was darauf irgendwie auch aufmerksam macht, aber nö, ich habe es einfach mal vergessen. Ja, okay, gut. Wir können das auf jeden Fall jetzt untersuchen und dahinter ist die Kapitelseite. Wie von Geistern geführt nähert sich Alex Hunt dem Gemälde. Sie muss einfach dahinter schauen. Sie berührt das Bild und hebt es etwas an. Eine Kapitelseite kommt zum Vorschein. Ein warmes Gefühl der Vertrautheit überkommt Alex, als ihre Finger das Papier berühren. Sie realisiert, dass Robertes Geist ihr hilfreich zur Seite steht. Kapitelseite: Ein Krieg aller Kriege zu beenden. Alle Kriege zu beenden, nicht aller. Aber gut. The Black Guardian grows restless, my liege. Its hunger increases, and the binding continues to weaken. We feed it flesh, but I fear it will not guard the relic too much longer. There is no choice in the matter. It must remain and guard the artifact until the time of planetary alignment. After that, the Guardian may return to its lair. Our master does not like failure. It is imperative to keep the binding intact. Then we have to find more flesh and bone. Okay. Ja. Wenigstens ist es nicht schwer, Fleisch und Knochen zu finden, nicht wahr? Scheint so, als hätten die so ein paar Problemchen mit ihrem Wächter, aber können wir jetzt ja nicht viel dran tun. Können jetzt nur die Kapitelseite lesen als nächstes. Und ich muss vorweg sagen, es kommt jetzt ein Part, den ich damals im Spiel echt gehasst habe. The war to end all wars redefined how mankind looked at war and the value of human life. Over 19,000 men lost their lives every day in the trenches of the Somme. Some say uselessly, some invoke a higher cause. I read accounts of the slaughter from many journalists who spent time in the trenches, but I found the account of a certain Peter Jacob to be the most horrible of all. His implication about the ancients' involvement with the war was hideous and so obvious. With the horror of the Battle of the Somme scant miles away and the distant echoes of pounding artillery, a young journalist named Peter Jacob researched his latest story from the front lines. His grim task brought him to Oubliette Cathedral, now transformed into a field hospital. I find no solace in the purpose behind all the senseless violence that surrounds me. Young men die at a rate unheard of in centuries of warfare. Shelling, machine guns, and mustard gas rip, pierce, and burn to flesh. Men soak gauze in their own urine to stop the insidious gas. The hospitals here cannot cope with the torrent of wounded. Okay. Okay, wenn Bomben explodieren, vibriert ganz schön mein Controller. Ja, falls ihr euch gewundert habt, was das eben für ein Geräusch war, mitten in der Aufnahme, es war mein Handy. Ich habe eine SMS gekriegt. Aber die kann ich jetzt eh nicht angucken. Der Brief eines Soldaten liegt auf dem Tisch und wartet darauf, nach Hause verschickt zu werden. Nehmen. Okay, was steht denn da so drin? Ich bin hier mal neugierig.
Erster Brief des gefreiten Reginald Jackson an seine liebe Margaret. Am Dienstag wurde ich in dieses Hospital eingeliefert. Die Wunden an meinen Beinen waren nicht schwer, aber ich werde trotzdem für den Rest meines Lebens nicht richtig laufen können. Ich hasse diesen Ort. Jeden Tag wird mir bewusst, dass ich nie wieder die Dinge tun kann, die ich liebe. Dieses Hospital ist ein seltsamer Ort. Vor dem Krieg war dies eine Kathedrale, aber die Atmosphäre ist merkwürdig. Alles ist still, man hört nur Rufen und Stöhnen der verwundeten Soldaten in der Nacht. Es gibt keinen Zweifel daran, dass es an diesem Ort spukt. Das Merkwürdigste geschieht am Tage. Ich habe bisher nicht gesehen, dass jemand die Kathedrale tagsüber verlassen hat. Das ist etwas faul. Kein Auf Wiedersehen oder Leb wohl, nur leere Betten, wenn ich aufwache. Okay, das ist wirklich nicht gerade beruhigend. Was ist das? Blitzlichtpuder? Ein Beutel mit Blitzlichtpuder, welcher in der Blitzlichtpfanne der Fotoausrüstung gezündet wird. Ja, das ist übrigens auch ganz praktisches Zeug. Damit kann man Gegner blenden, soweit ich mich noch erinnern kann. Eine alte Münze, die merkwürdige Markierungen aufweist. Sie muss ideellen Wert für irgendjemanden besessen haben. Wer auch immer diesen Penny besitzt, dem wird das Glück mit Sicherheit hold sein. Hoffen wir das. Denn wenn man mit dem Tome of Eternal Darkness zu tun hat, braucht man Glück. Ich werde mal eben versuchen zu speichern. Dort. Ja. So. Kann weitergehen, ne? Mal sehen, was wir hier noch so finden werden. Diese armen Seelen, bedeckt mit blutbespritzten Laken, haben die Welt verlassen. Für sie hat das Leiden nun ein Ende. Für die anderen um sie herum geht das Mysterium weiter. Okay. Es ist echt beeindruckend, in dieser Kathedrale zu sein und alles um einen rum. Man hört richtig den Krieg. Draußen wütend und man spürt ihn auch. Weil der Controller nebenbei auch noch vibriert. Oh, gerade wenn sowas hochgeht. Mit mütterlicher Stimme bestimmt die Schwester, dass Peter etwas Schlaf braucht. Ja, ja, später vielleicht. Der Soldat wird bekümmert. Vielleicht hat er viele seiner Freunde in den Schützengräben verloren. Er ist der Meinung, dass die guten Geschichten immer die traurigen Geschichten sind und dass die wahren Helden in den Leichenplatz sind. Ja. Er hat leider recht mit dem Punkt, die wahren Helden in den Leichenhallen. Wer wird schon berühmt, wenn er überlebt? Selten jemand. Dazu keine neue Info. Sagt der das Gleiche? Oh mein Gott. Hä? Was ist das alles? Es kommt einem fast vor wie Silvester, würde es nicht so riesig explodieren. Okay, den kann ich nicht untersuchen. Was finde ich denn hier noch so? Oh mein Gott, den Typen sehe ich erst jetzt und er hat mich irgendwie erschreckt. Die Wache erklärt in ruhigem, aber bestimmten Ton, dass dieser Bereich für Zivilisten gesperrt ist. Gut, gut. Es ist auch nicht so schlimm. Ich kann es nicht untersuchen. Das ist ja mal, geht ja mal gar nicht, ey. Na dann. Detail. Peter findet einen versiegelten Umschlag, der anscheinend vergessen wurde. Jo. Ja, mal sehen. Was steht denn da so drin? Mal sehen, ob der wirklich vergessen wurde. Umschlag öffnen? Ja. Befehle für die Soldaten. Benutzen. Nein. Prüfen. Eine offizielle Nachricht auf dem vorgeschriebenen Armeebriefpapier. Gefreiter Thompson. Auf Befehl von Leutnant Hargraves im Namen seiner königlichen Hoheit George V. werden Sie angewiesen, Ihren Posten mit sofortiger Wirkung zu verlassen und in den Straßen außerhalb der Kathedrale Aubley zu patrouillieren. Genau das! Genau dieses Wort. Ich bin mir sicher, das ist das Richtige. Weitere Anweisungen erhalten Sie bei Ihrem Patrouillenführer. Okay, da geht es auf einmal wieder. Gott schütze den König. Not God save the Queen? Okay. Dann halt nicht. Irgendwie irritierend.
Ich habe heute schon den ganzen Tag Probleme mit dem Reden, muss ich mal sagen. Das Tabernakel der Kathedrale besteht aus altem, lackierten Mahagoni. Seine Türen sind verschlossen und offenbar lassen sie sich nicht per Hand öffnen. Schade, schade. Das ist ein cooles Fenster, sah das früher auch schon so aus. Mein Gott, ich muss sagen, irgendwie... Puh. Atmosphäre hier ist gar nicht. Der Wachposten runzelt die Stirn und führt Peter von der Orgel weg. Er erklärt, dass dies eine der wenigen Antiquitäten in dieser Gegend ist, die den Krieg bis jetzt unbeschadet überstanden habe. Und diese Orgel werde, solange er lebt, auch intakt bleiben. Klar, wenn eine Bombe darauf fliegt, dann ist sie weg. Egal, ob du davor stehst. Okay. Aber da muss damit ja irgendwas sein. Ah. Kann ich das eigentlich? Aber ah. Untersuchen. Detail. Die Wände sind mit sonderbaren farbigen Linien bedeckt. Unter diesen Mustern befinden sich Stufen, die in die Wand führen. Ins Nichts hinein. Verdächtig. Ja, sieht schon etwas seltsam aus, muss man sagen. Und wir wissen ja, wie es eigentlich aussehen müsste, ne? Wir waren ja schon mal hier. Vor ein paar Jahren. Vor ein paar mehr Jahren. Es ist echt faszinierend, wie sich das alles entwickelt. Schroff fragt der Wachtposten Peter, ob er die Erlaubnis hat, den alten Turm zu betreten, da er Sperrgebiet sei. Ich würde sagen, benutzen. Die Wache inspiziert das Papier mit den Befehlen und händigt sie wieder an Peter aus, da sie für jemand anderen bestimmt sind. Okay. Sie sind nicht für mich. Also nicht für ihn, meine ich. Vielleicht aber ja für ihn. Versuch es wert, würde ich sagen. Peter, du kannst das. Komm, sei nicht außer Atem. Auch nicht für ihn. Gut. Dann versuchen wir es nochmal hier, würde ich sagen. Nein. Schade, schade. Aber gut, dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt halt ein bisschen vorne spazieren, nicht wahr? Er kann ja schon nicht mehr, er kann ja nicht durchweg rennen. Oh Mann, er atmet, als ob er Asthma hätte. Interessant, interessant. Was ist das? Ist das... Nein. Ist das so eine Art Bühne? Was ist das? Der Wachposten tritt von einem Fuß auf den anderen, ganz offensichtlich gelangweilt von seiner Aufgabe. Er wartet auf seine Ablösung oder vielleicht auch auf einen Einsatzbefehl. Oh. Ist das vielleicht ein Hinweis? Der Wachposten faltet die Papiere mit den Befehlen auseinander und liest sie aufmerksam. Teufel auch! Wir müssen uns in der Offensive befinden! Er folgt den neuen Befehlen und verlässt seinen Posten. Ja, klar, das hat er bestimmt genau so betont wie ich gerade eben. Ganz bestimmt. Oh mein Gott. Wieso ist hier so viel Blut? What the hell? Peter sieht sich dem Preis des Krieges gegenüber. Wie Baumstämme aufgestapelt, menschliche Körper, die blutigen Körper junger Männer, die im Kampf für ihr Land und das Land der anderen das größte Opfer gaben. Okay. Oh! Revolver, praktisch, praktisch. Okay, was... Oh mein Gott, was ist... What the hell is going on? Warum? Wieso tut ihr das? Oh nein. Das ist kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen. Ah. Here we are again. Oh, er sieht so fein aus, wenn er so läuft. Okay, nein, das ist ein ernster Moment. Ich sollte ernst bleiben. Hör auf die Schreie. Nimm es nicht. Nimm es nicht. Okay. Ja, Leute. Ich habe kein gutes Gefühl dabei und ich würde sagen, da wir auch schon wieder unsere Zeit rum haben, werden wir erst beim nächsten Mal sehen, was hinter der Tür auf uns wartet. Also, bis demnächst.
Ciao.